Typisch für Beteiligungsprojekte ist, dass Jugendliche ihre Wünsche und Vorstellungen zu einem Thema äußern können. Doch wie kann man sich rechtlich absichern, damit man diese Äußerungen zum Beispiel in der Projektdokumentation weiterverwenden kann? Zu Beginn eines Projekts muss darüber aufgeklärt werden, wie die inhaltlichen Aussagen der Jugendlichen verarbeitet werden. Sonst würde die Nutzung einen Verstoß gegen die DSGVO darstellen. Wie bei anderen personenbezogenen Daten auch, muss eine Einwilligung eingeholt oder vorab ein Vertrag geschlossen werden.